mit einem Kommodenschrank von IKEA. Also ohne Scheiß. Ich konnte mir keine richtige Werkzeugkiste leisten, schlicht und ergreifend. Hey Leute, herzlich willkommen bei AP Zimmermann. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema für euch. Und zwar geht es heute nicht um irgendein Auto oder eine Reparatur, sondern nur um meine Werkstatt. Viele haben sich ja gefragt, wie man in einem 500-Seelendorf wie Pflugdorf darauf kommt, eine Werkstatt aufzumachen bzw. umzusatteln auf reine E-Auto-Werkstatt. Und dafür müssen wir natürlich jetzt die Werkstatt auch mal von innen anschauen. Ja, die wichtigste Maschine haben wir hier schon, das ist unsere Kaffeemaschine. Schon seit über 10 Jahren treue Dienste erwiesen, Schweizer Qualität natürlich, Jura, nie im Stich gelassen. Und das ist auch echt wichtig. Ja, der Kaffeeverbrauch, wir saufen mehr wie die Kunden, ganz klar, aber er schmeckt aber auch echt gut. Naja, ansonsten haben wir hier unsere Kundenwarte-Ecke, die ist jetzt nichts Edles, ist keine Tesla-Launch, ja. Aber tatsächlich war früher hier sogar mein Büro und Kundenecke. Wenn natürlich jetzt der Kunde die Rechnungen durchblättern kann, während du bei der Reparatur bist, ist es jetzt nicht so geil. Deswegen habe ich mein Büro irgendwann nach hinten verlegt. Aber am Anfang hatte ich auch nur das erste Drittel von meiner Werkstatt. Und das schauen wir uns jetzt an. Dafür müssen wir mal hier reingehen. Ja, in diesem Drittel hier habe ich angefangen, da war meine komplette Werkstatt und hier stehe ich schon gerade parat und genau richtig, das ist meine allererste Hebebühne, die habe ich 2009 angeschafft, also die ist jetzt schon 13 Jahre alt, aber immer treue Dienste erwiesen. Momentan zickt sie ein bisschen, aber alles reparabel und alles machbar. Ja, kurze Zeit später ist es dann dazu gekommen, dass es nicht mehr ausgereicht hat. Dann habe ich hier die zweite Hebebühne, die ist nicht ganz laut Fundamentplan aufgestellt und Gott sei Dank, da habe ich heute noch den Vorteil, weil die ist nämlich 20 cm breiter aufgestellt. Für einen kleinen Peugeot reicht es, aber bei einem Tesla wird es auf der anderen Hebebühne schon ziemlich eng. Ja. Die Hebebühnen kosten, also erst einmal muss man dazu sagen, es war ja ursprünglich mal als Kuhstall geplant, das Gebäude. Und selbst das ganze Gebäude stand woanders schon. Und mein Vater hat es dann quasi abgebaut und dann quasi in Fertigbauweise wieder hier aufgebaut. War von Vorteil, weil mein Vater war nämlich, wie der Name gerade gut passt, auch Zimmerer. Beziehungsweise Zimmermann und von dem her war das für den natürlich ein Klacks, das Ganze selber zu machen, also lediglich die Bodenplatte ist neu. Die Bodenplatte hat natürlich in einem Kuhstall vielleicht 10, vielleicht 12 cm Stärke. Für so eine Hebebühne, so eine 2-Säulen-Hebebühne, haben wir natürlich eine Mindestanforderung von 15, eher besser 25 cm Betonstärke. Heißt, wir mussten zweimal ein komplettes Fundament gießen lassen, also den Beton rausbrechen, rausbaggern und so weiter. Pro Fundament sage ich jetzt mal so circa 1000 Euro und die Hebebühnen selber so circa 2,5. Kurze Zeit später, da ich natürlich auch TÜV-Abnahmen hier im Haus machen wollte, brauchte ich auch einen Bremsenprüfstand und den haben wir hier. Das ist ein sogenannter Plattenprüfstand, den kann ich euch mal kurz demonstrieren. Die Auswertelektronik ist hier drin. Und man fährt quasi von draußen hier rein auf die Platte und wenn die Vorderräder oder die Hinterachse dann auf der Platte sind, dann wird gebremst. Und jetzt simulieren wir das einfach mal, wie stark meine Bremskraft mit dem Fuß ist. So, zack, jetzt haben wir 0,56 kN. Und natürlich vergleicht der dann das Ganze links-rechts. Für einen TÜV muss normalerweise, darf die maximale Differenz zum Beispiel bei der Handbremse oder bei der Parkbremse 50% sein, wenn er drüber ist, ist er durchgefallen. Ganz einfach, der TÜV weiß ja auf der Hebebühne nicht, wie die Bremskraft ist und kann es mit der Hand natürlich auch nicht nachprüfen. Mittlerweile ist er natürlich nicht mehr zulassungsfähig, weil er nur eine Plattenlänge von 1 Meter hat und ich habe das damals ausgenutzt, das war, glaube ich, 2011 oder sowas. Da gab es dann noch Bestandsschutz, wenn du ein 2011 noch dran gemacht hast,
dann hattest du 10 Jahre Bestandsschutz. Er ist mittlerweile auch abgelaufen, wir machen aber momentan jetzt keine TÜV-Hauptuntersuchungen mehr. Daher ist es ganz nett, dass man hat, er funktioniert dann noch, aber wir müssten andere Platten kaufen mit mindestens 1,40 Meter, die trifft man leichter, keine Ahnung. Ja, Kostenpunkt ungefähr auch 2.500 Euro sowas. Aber das schmerzt natürlich, wenn man gerade beginnt mit seiner Arbeit, da muss man jeden Cent natürlich 5-mal umdrehen. Für die weiteren Sachen müssen wir hier hinter diese Wand, da ist mein Teilelager und auch teilweise Gerätelager. Ja, angekommen im Lager war auch eins der ersten Investitionen, die ich getätigt habe, mein Klimaservice-Gerät. Das haben wir hier stehen. Das ist ein altes noch für R134A. Anhand der Staubschicht kann man schon ziemlich gut erkennen, dass es nicht sonderlich oft mehr gebraucht wird. Ja, ja, ja. Gut, wobei das aber nur der Staub von einem halben Jahr ist. Also aber in der Werkstatt ist natürlich ein halbes Jahr schon sehr viel. Ja, das haben eigentlich nur noch alle älteren Fahrzeuge ab Typgenehmigung vor 2011, 2012 sowas. Und ja, Kostenpunkt war damals so knappe 3.000 Euro. Hat mir immer gute Dienste erwiesen. Wird auch heute noch ab und zu mal gebraucht, falls ich doch mal wieder ein älteres Auto habe. Das sind nur Elektroautos. Ja, aber auch Elektroautos. Ich hatte zum Beispiel letztens mal einen BYD E6 da und der hat noch R134A als Kältemittel drin. Also nur Elektroauto heißt nicht zwangsläufig, dass er das neue Kältemittel 1234YF hat. Wenn wir schon vom neuen Kältemittel reden, jetzt machen wir ein bisschen Zeitsprung, dann, weil sonst laufe ich hier in dem Video nämlich 10 Kilometer hin und her. Das ist mein aktuelles Klimaservice-Gerät. Das ist natürlich nur für R1234YF mit Spezialöl ND11, braucht man für Tesla oder Toyota. Hier auch Kostenpunkt ca. 3.000 Euro. Hat mir bis jetzt auch immer gute Dienste erwiesen und das habe ich jetzt seit circa 5 Jahren sowas. Genau, so und ich habe ja auch gesagt, ich muss TÜV-Prüfungen machen. Dann brauche ich natürlich auch ein Scheinwerfer-Einstellgerät. Ups. In einem der letzten Videos wurde mir gesagt, ja, das ist ja gar nicht mehr zulässig. Ja, ihr habt vollkommen recht, das ist auch nicht mehr zulässig. Allerdings heißt es ja nicht, dass es, wenn es nicht mehr zulässig ist, dass es nicht mehr funktioniert. Also es funktioniert tadellos, es stellt die Scheinwerfer richtig ein, es tut, was es soll. Mittlerweile braucht man eher digitale Messtechnik hier drin. Es geht aber bei dieser Zulässigkeit einzig und allein darum, ob es bei einer Hauptuntersuchung, bei einer HU, beziehungsweise wie es halt jeder kennt, bei der TÜV-Prüfung, als Messgerät zugelassen ist. Deswegen bin ich momentan noch von einer neuen Investition ein bisschen abgeschreckt. Es wird aber sicherlich auch was kommen. Hier ist jetzt so ein Standardgerät. Ich würde jetzt mal sagen, roundabout 500 Euro sowas. Dann hast du eigentlich schon ein ganz gutes Gerät. Wie gesagt, es funktioniert immer noch tadellos, aber es wird sicherlich auch mal ein neues daherkommen. Ja, das war es so von den aktuellen teuren Investitionen. Dann kommen wir auch noch zu einem alten Schweißgerät. Tatsächlich ist es mein immer noch erstes Schweißgerät, hat mir immer treue Dienste erwiesen. Gebraucht gekauft für 300 Euro damals, 2009. Die Flasche 200 Euro. Also was willst du mehr? Und es war nie was. Immer zuverlässig funktioniert bis heute. Warum soll ich ein neues kaufen? Schweißen muss ich sehr, sehr selten. Früher hast du alle Schiss lang irgendwelche Einstiege reinschweißen müssen, weil du die Verbrenner natürlich immer wieder über den TÜV rüberziehen musstest. Und nach 2 Jahren ging es dann wieder los. Ach ja, was soll ich mir jetzt für ein Auto kaufen? Und ich habe ja nichts und bla bla bla. Und jedes Mal musstest du dann die alten Böcke wieder zum TÜV zusammenschweißen. Was natürlich irgendwann ziemlich genervt hat. Aber darauf kommen wir später zu sprechen, was auch so eine Initialzündung war, warum ich mich auf Elektroautos spezialisiert habe, weil die sind nämlich alle ein bisschen neuer. Ja,
Ansonsten hier Getriebeheber, das ist jetzt eine neuere Ausführung. Unten im unteren Abteil steht mein alter noch. Da bist du so bei 300 Euro, wenn du Getriebe reinheben musst. Mittlerweile sieht man hier an dieser Nuss, die ist speziell eingefräst für die Tesla-Tieferlegungen bei dem Querlenker unten, damit mir der nicht hier von dieser Platte runterrutscht. Arbeitssicherheit geht vor. Ansonsten kann man ihn nach wie vor immer noch als ganz normalen Getriebeheber benutzen. Was du aber nicht tust. Was ich nicht tue, weil da habe ich echt keinen Bock mehr drauf, mir für ein paar 100 Euro den Rücken zu ruinieren. Einen operierten Bandscheibenvorfall habe ich schon. Ja, ansonsten seht ihr hier im Prinzip so alles an Verbrauchsmaterial, was ich so tagtäglich brauche. Gut, so Kleinigkeiten wie jetzt eine Sackkarre, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht großartig ansprechen. Auch jetzt kommen wir nochmal zu einem Zeitsprung. Dieses Gerät habe ich jetzt zum Beispiel Mitte letzten Jahres mir angeschaut. Das hatte ich ganz neu in dem Video Hohlraumkonservierung fürs Model 3. Das ist ein sogenanntes Trockeneisstrahlgerät. Das Besondere an diesem Kärcher-Gerät ist, dass es live, also quasi im Betrieb, das Trockeneis auch herstellt, die Pellets. Normalerweise musst du beim Trockeneis die Pellets kaufen und hast dann nur ca. 24 Stunden Zeit, die Pellets auch zu verarbeiten, weil sonst verklumpen die und schmelzen dir weg, beziehungsweise diffundieren sofort, beziehungsweise verdampfen sofort. Weil es ja im Prinzip festes CO2 ist. Und hier haben wir Flüssig-CO2-Flaschen, die gehen über diesen Schlauch in diesen Pelletserzeuger und der erzeugt dann mittels Druckluft direkt die Pellets live. Kostenpunkt für dieses Gerät sind ja fast 10.000 Euro netto. Übrigens, alle Preise, die ich so nenne, sind immer Nettopreise, was mich das wirklich kostet, weil Bruttopreise, wie gesagt, die Mehrwertsteuer kann ich ja wieder mir zurückholen vom Finanzamt. Da gibt es eine besondere Geschichte bei dem Gerät, aber das will ich jetzt in dem Video nicht ausführen. Da gibt es einen speziellen Trockeneiskrimi noch, den ich damit erlebt habe. Ja, das, so ist es halt, wenn du die neuesten Geräte immer hast, die teilweise von Werkstätten noch gar nicht richtig erprobt sind. Da spielst du selber mal ab und zu das ein oder andere Mal ein Versuchskaninchen. Ja, ganz wichtige Sache und ganz tolles Spielzeug von mir haben wir noch vergessen. Und zwar, das ist die Radlastwaage. Mit der Radlastwaage kann ich, wie der Name schon sagt, die Radlast, also das Gewicht von jedem einzelnen Rad, die Gewichtsbelastung von jedem einzelnen Rad messen. Das funktioniert einfach mit idealerweise vier Einzelwagen. Das ganze Signal wird dann per Funk hier auf das eine Display übertragen und dann kann ich zum Beispiel die Gewichtsverteilung sehen. Wenn ihr das live sehen wollt oder in einem Video sehen wollt, einfach mal das Video Jaguar I-Pace tiefer legen, komplizierter als gedacht, anklicken und dann seht ihr auch mal die Radlastwaage in Action. Ja, warum braucht man die? Also ich meine, klar, das ist natürlich eine schöne Info, wenn man weiß, okay, ein Elektroauto hat fast überall 25% auf jedem Rad. Für mich ist es anders. Ich mache ja Tieferlegungen zum Beispiel auch fürs Model 3 mit Stahlfederung und jetzt ist bei den Tieferlegungsfedern zum Beispiel angegeben 25 mm Vorderachse, 25 Hinterachse. Jetzt gibt es Fahrzeuge mit Wärmepumpe, es gibt Fahrzeuge ohne Wärmepumpe, es gibt Fahrzeuge mit als Hecktriebler, es gibt Allradfahrzeuge. Ich weiß im Vorfeld oft nicht, wie ehrlich ist der Hersteller. Oder der Hersteller misst es ja in der Regel nur an einem Fahrzeug und dann ist halt eine Toleranz von plus minus 5, 6, 7, vielleicht sogar 1 Zentimeter gegeben. Und das will ich dem Kunden natürlich nicht bieten. Das reicht jetzt nicht für meine Ansprüche. Ich will dem Kunden vorher sagen können, wie viel Zentimeter oder Millimeter sogar genau das Auto runtergeht. Und nicht nur sagen, ja, 25 Millimeter plus minus ein Zentimeter. Also das ist für viele ist es dann schon entscheidend, ob sie es machen lassen oder eben nicht. Deswegen die Radlastwaage. Ja, der Kostenpunkt
Circa, ich weiß es jetzt nicht mehr, habe es nicht mehr auswendig genau im Kopf. Ich meine zwischen 1.000 und 1.200 Euro netto. Kurzer Einschub für eine kleine Info. Es gibt jetzt auch eine AT Zimmermann Facebook-Seite. Da findet ihr zusätzlich zu den ausführlichen Videos auf YouTube noch spontanere, kürzere Videos aus unserer Werkstatt. Auch poste ich da mal ein paar Bilder und gebe den einen oder anderen Tipp zu E-Autos. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und der Facebook-Seite folgt. Den Link findet ihr in der Beschreibungsbox unter diesem Video. Ja, was auch schon seit über 10 Jahren in diesem Betrieb ist, ist meine gute alte kleine Presse. Klein, jetzt steht da dran 15 Tonnen Presskraft. Jetzt werdet ihr das sagen, was, das ist klein? Ja, es ist tatsächlich klein. Spätestens, wenn du mal von einem Opel Movano oder sowas, also einen Lieferwagen mit 400.000 Kilometern Radlager auspresst, dann wirst du merken, ja, die Presse ist wirklich klein. Ich musste damals teilweise in eine LKW-Werkstatt extra fahren, um den Achsschenkel dorthin zu bringen, weil die Presse einfach, wie gesagt, zu klein ist. Mittlerweile reicht sie mir eigentlich relativ gut aus, weil ich hauptsächlich Lagerbuchsen in Querlenkern verpresse. Damals, wie gesagt, hauptsächlich Radlager. Mittlerweile haben wir hier eine 50-Tonnen-Presse mit pneumatischem Schnellvorschub. Muss ich nicht mehr ganz so viel pumpen und geht wesentlich einfacher zu pressen. Und damit kriegst du eigentlich, egal wie festgerostet irgendwas ist, da kriegst du alles klein. Ja, ansonsten, der Preis. Also bei der, da waren es ziemlich genau 1.000 Euro damals, was wir hatten. Und bei der, da sind wir dann schon beim 3,5-fachen. Also klar, Größe spielt dann auch ein bisschen eine Rolle beim Preis. Aber wie gesagt, ist eine gute Presse und kann sich schon sehen lassen. Braucht es jede Werkstatt oder nur Elektroauto-Werkstatt? Nein, also im Prinzip für eine normale Werkstatt reicht im Prinzip so eine Presse. Aber wenn du natürlich jeden Tag, keine Ahnung, 30, 40 Querlenkerbuchsen presst, dann kotzt sich mit dem Ding schon echt an. Also mal schnell eine Lagerbuchse zum Fressen ist das okay. Aber das ist jetzt nichts E-Auto-Werkstatt-Spezifisches. Ich bin aber gern immer für alle Fälle gerüstet und wenn ich eine neue Presse kaufe, dann mache ich da nicht mit 20, 25 Tonnen rum, weil eine 50-Tonnen-Presse, die kostet vielleicht 20% mehr wie eine 25-Tonnen-Presse. Den Platz habe ich, also warum soll ich es dann nicht gleich gescheit investieren? Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Gerät, was ich mir dann irgendwann angeschafft habe. Und zwar, das ist der pneumatische Federspanner. Das ist halt super cool. Live könnt ihr euch in Benutzung anschauen in dem Video, wie ich ein Tesla Model 3 tiefer lege. Ist halt recht praktisch, weil du hast hier im Prinzip auch gleich einen Käfig vorne dran. Wenn der in Benutzung ist, gibt es hier einen Käfig. Dann kann der die Feder, falls sie doch irgendwie wieder erwarten, aus dem Spanner rausfliegt, dann kann sie dir nicht ins Gesicht springen, weil ich halte nichts von solchen Federspannern, die du in den Schraubstock einspannst. Die sind echt scheißgefährlich. Ich weiß es, weil ich habe damals beim Opel-Händler hier in Landsberg gelernt und in einer anderen Filiale ist einem Mechaniker diese Feder ausgekommen. Und das Gesicht hättet ihr nicht sehen wollen. Also ich habe es nicht gesehen, aber der hatte bleibende Schäden. Wenn so eine Feder, so eine Fahrwerksfeder, die für ein 2-Tonnen-Auto gemacht ist, wenn die voll komprimiert wird und dir aus dem Federspanner rausspringt, dann ist dein Gesicht Matsche. Also da brauchst du nicht mehr mit hinterkommen. Also im Profil, da reißt du nichts mehr. Nee, und da hatte ich natürlich auch keinen Bock drauf. Gell? Also dieser Federspanner für 1.000 Euro, das ist mir meine Gesundheit durchaus wert. Und zumal in der Karriere. Tatsächlich auch. auch. Nee, tatsächlich ein guter Schraubstock-Federspanner kostet fast die Hälfte. Also wenn ich mir denke, 500 Euro mehr investieren und du hast wirklich die Sicherheit auf deiner Seite oder 500 Euro sparen und du spielst wirklich mit sehr hohem Risiko dabei, ist nicht ganz so geil. Also die Gesundheit geht in allen Belangen vor. Jetzt haben wir hier natürlich eine schöne Ständerbohrmaschine. Hatte ich natürlich vorher auch schon eine.
Das war noch die alte von meinem Vater, aber die ist natürlich um einiges besser, ist auch arbeitsschutztechnisch, die hat hier so ein Visier. Warum das jetzt nicht dran ist, kann ich jetzt auch nicht sagen. Nee, ihr wisst alle, wie es läuft und da mache ich jetzt auch keinen Hehl draus. So ein Visier ist nur störend, wenn du große Bauteile, dafür gibt es ein Visier, das man am Mann trägt und da brauche ich kein Visier, was hier nur stört. Ja, Preis ca. 1500 Euro, ist jetzt kein High-End-Gerät, aber für die normalen Werkstattarbeiten tut es das. Steht auf einem mobilen Arbeitstisch. Das ist mein Parkbremsüberholungstisch. Den gab es mal im Angebot für 300 Euro. Ist aber relativ aktuell, das Ganze. Ja, und jetzt schauen wir nochmal die Werkbänke an und dann zeige ich euch noch mein absolutes Lieblingsgerät. Die Küchenzeilen hier, die habe ich beim Segmüller gekauft. Nein, Schmarrn. Sieht aus wie ein bisschen wie eine Küchenzeile. Früher hatte ich größere Werkbänke, aber ich habe nie so viel Geld natürlich als Ein-Mann-Betrieb ausgegeben am Anfang. Da hatte ich tatsächlich Packtische genommen, weil die sehr viel günstiger waren als Werkzeugablage, vollkommen ausreichend. Und da, wenn du hier mit einem großen Auto reinfährst, dann steht die Haube oder beziehungsweise ist hier ungefähr das Kennzeichen schon. Und wenn du dann noch so eine dicke Werkbank hast, dann darfst du als Mechaniker auch echt nicht mehr zunehmen, weil sonst passt du nicht mehr durch, geschweige denn die Werkzeugkiste passt nicht mehr durch. Dann läufst du immer Gefahr, Kratzer ins Auto zu machen. Ist mir Gott sei Dank nie passiert. Aber wenn du halt alleine bist, kannst du das schon machen. Und dann irgendwann hier halt einfach schöne Werkbänke mit hier solchen Hängeschränken. Und ja, gab es in dem Fall jetzt von Kunzer ca. 2000, der große Abteil. Drüben steht noch ein anderes mit einem Doppelabteil, das ist jetzt ein Dreifach. Da sind wir ungefähr bei 1,8 oder sowas. Jeweils mit einem Schrank ist mit inkludiert. Ja, und mein Lieblingsgerät tatsächlich, das ist auch noch gar nicht so alt, ist mein Bohrerschleifgerät. Das ist nichts aus dem Baumarkt, sondern es ist was wirklich richtig Professionelles. Da kannst du die Bohrer kannst du immer wieder neu schärfen. Die sind jetzt schon mal gebraucht und die nehmen wir hauptsächlich zum Niete aufbohren bei den Tesla Model S vom oberen Traggelenk, damit wir die gut aufbohren können. Normal so ein Bohrer, der ist jetzt von Förch, der kostet ganz schnell mal 15, 16, vielleicht auch 25 Euro, je nach Größe. Und wenn man den jetzt wegschmeißen würde, nur weil er gerade stumpf ist, überhaupt nicht cool und weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Dieses Bohrerschärfgerät, 450 Euro circa, hat mir, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 200 neue Bohrer erspart und ich kann euch nur empfehlen, in jeder Werkstatt sollte so ein professionelles Schärfgerät nicht fehlen. Bloß keins vom Baumarkt kaufen, da wackelt der Bohrer schon in der Führung, also das kannst du vergessen, dann kannst du auch gleich so Pi mal Daumen mit dem Auge, mit Augenmaß schleifen. Wer es kann, kann sich glücklich schätzen, aber die wenigsten können es noch. Und ich kann mich da selber nicht davon ausnehmen, ich kann es auch nicht so sonderlich gut. Zur Not geht es schon mal, aber wenn du Präzision willst, dann kommst du um so ein Gerät nicht rum. Ja, als nächstes haben wir natürlich hier, die Kaffeetasse gehört natürlich nicht zum Inventar, die Werkzeugkisten. Natürlich habe ich nicht mit so einer Werkzeugkiste angefangen. Das war damals ein Traum, also sowas wäre der feuchte Traum eines Mechanikers, würde man jetzt sagen. Sowas, das hast du dir gar nicht leisten können. Jetzt kann ich es mir leisten, Gott sei Dank, und ich lege sehr viel Wert auf gutes, qualitativ hochwertiges Werkzeug. Ich kriege übrigens kein Geld von Sonic, also so viel zum Thema. Aber das Werkzeug ist echt gut und preis-leistungsmäßig wirklich, ja, also es geht eigentlich nichts drüber. Und so ein voll ausgestatteter Werkzeugwagen, da bist du ganz schnell mal bei 3.000 bis 4.000 Euro, je nach Inhalt, Ausstattung und so weiter. Der hat jetzt konkret ca. 3.500 Euro gekostet.
Und den habe ich mir vor, ich glaube, 3 Jahren gegönnt oder 2,5 sowas. Vorher, ursprünglich angefangen, habe ich tatsächlich mit einem Kommodenschrank von IKEA. Also ohne Scheiß. Ich konnte mir keine richtige Werkzeugkiste leisten, schlicht und ergreifend. Und habe halt dann so eine Metallbox genommen, habe dann meine Ratschen, Nussen und so weiter, das habe ich dann alles da eben eingepflanzt, mehr oder weniger. Und das war halt ein Provisorium nach dem anderen. Und dann irgendwann kam ein kleiner Werkzeugwagen, ein größerer. Und jetzt sind sie schon so groß, wer weiß, wie groß der nächste wird. Oder es wären halt einfach nur mehr Werkzeugwagen. Denn dieses Schmuckstück hier, auch schön mit Tesla-Schriftzug verschönert, ist ein Dennis sein Werkzeugwagen. Der Dennis ist seit September letzten Jahres bei mir. Und zum Einstand kriegt er erstmal einen neuen Werkzeugwagen. Alles schön komplett. Alles drin, was man braucht, sind, glaube ich, irgendwie 3000 einzelne Werkzeuge. Und nur so vorweg, wer bei mir anfängt und es gibt keinen direkten Vorgänger, wo schon so ein Werkzeugwagen dem neuen Mechaniker überlässt, der kriegt so einen Werkzeugwagen. Ganz klar, weil mir bringt ein Mechaniker nichts, der kein Werkzeug hat. Umgekehrt natürlich, viel Werkzeug ohne Mechaniker bringt genauso wenig was. Deswegen sind die Mechaniker das teuerste Inventar und das beste Inventar, was du überhaupt als Werkstatt haben kannst. Aber natürlich, vielleicht kannst du den einen oder anderen ganz gut damit locken. Ansonsten hier unten im Bild die E-Mail-Adresse, wo ihr euch bewerben könnt. So, Dennis. Der Jürgen hat dich ja schon hoch gelobt. Er hat, Echt? Ja, hat gesagt, dass du einen Werkzeugwagen bekommst und so. Wie ist es denn für dich hier zu arbeiten? Das ist übrigens eine anonyme Mitarbeiterbefragung. Ist so anonym, okay, dann kann ich es dir ja sagen, wenn der Chef das nicht mitkriegt. Es ist gar nicht mal so, nee, Spaß, ist ein Träumchen, ist wirklich traumhaft. Ich bin mega glücklich, kann ich von ganzem Herzen sagen. Es ist zwar anstrengend, du stehst in der Werkstatt, du schraubst, das powert dich auch aus, aber das ist auch schön, du rostest nicht ein. Es ist ein super Team, wir verstehen uns spitze. Klar, das menschelt auch manchmal, das gehört dazu. Aber wirklich, wir können miteinander reden über alles. Wenn der eine mal Scheiße baut, dann sieht's der andere und hilft ihm. Und das ist einfach so toll, diese Autos wieder auf die Straße zu bringen mit einem hammergeilen Fahrwerk. Perfekt vermessen, perfekt eingestellt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir taugt's, es ist einfach schön. Und es ist auch spannend, was die Zukunft noch so bringt. Der Jürgen hat ja Ideen, da schnallst du ja ab, was in seinem Kopf vorgeht. Also da würde ich ja gern mal Mäuschen spielen. Oh, besser nicht. Also, ja gut, die dunklen Ecken, die erkunde ich dann lieber nicht. Nee, aber es ist auf jeden Fall spannend, was die Zukunft so bringt. Die Ideen weiter zu verfolgen, man kann sich einbringen. Es ist halt ein kleines Team, noch wirklich cool. Was ist dein Lieblingswerkzeug hier oder dein Lieblingsgerät? Ui, mein Lieblingsgerät, kann ich gar nicht sagen. Also ich habe so zwei, drei, die Hunter-Maschine ist natürlich, ja klar, wer liebt sie nicht, ne? Der neue Achsmessstand ist wirklich große Klasse. Spoiler, ja. Ja, oh. den sehen wir dann im unteren Drittel, im neuen Drittel noch. Okay, aber auch unser neuer Niveaumesser für die Fahrwerkshöhe, das ist auch ein heißes Teil. Aha, wo hast du denn den? Der liegt drüben auf der anderen Werkbank. Ich hole mal schnell. Wird in Zukunft auch noch verbessert. Wir sind ja kontinuierlich am Schauen, am Überlegen, wenn wir Ideen haben, wie könnten wir was verbessern, was hilft uns bei der Arbeit. Es wird nie langweilig. Das ist natürlich auch so ein Traummitarbeiter, gell? Dem ist am Wochenende langweilig und wir messen ja immer die Fahrzeughöhe von Radnabenmitte zu Kotflügelunterkante. Radnabenmitte messen, austarieren ist natürlich sehr schön, wenn es eine Tesla Original Radnabenkappe ist, weil die hat vom Drehen im Prinzip einen eindeutigen Mittelpunkt. Wenn du jetzt irgendwie Bohrbettfelgen oder sowas hast, steht da bloß Fett Bohrbett drauf.
Der Dennis hat sich Gedanken gemacht, hat zu Hause einen 3D-Drucker und baut halt einfach mal eine Lösung. Und so können wir jetzt im Prinzip hier ganz flexibel, egal wie groß der Durchmesser ist von diesen Radnabendeckeln, können wir einfach, die Radnabendeckel haben immer die Mitte, können hier quasi außen drauf. Was sind das? Das Pfeilspitzen. Sind Pfeilspitzen, ja, vom Bogensport. Bogensportler und hier noch ein bisschen Schrumpfschlauch drüber. Und jetzt können wir hier immer an die Radnabe hingehen. Und dann haben wir hier eine eindeutige Skala mit Wasserwaage, damit man auch senkrecht ist. Also der Dennis, der macht sich hier schon richtig Gedanken. Und dann kann man einfach bis an die Kotflügelunterkante gehen. Dann kann man das wegtun und dann weiß man, ah, okay, 42,9 cm. Also genial, wenn du natürlich Mitarbeiter hast. Du kommst in die Arbeit am Montag und dann hängt da zum Beispiel auf einmal einfach ein 3D-gedruckter Halter für die Luftpistole. Das ist halt schon einfach geil, muss man schon sagen. Okay, Dennis, wann kriegst du noch eine Gehaltserhöhung? Ach, das dauert. Ich bin ja gerade erst frisch dabei. Aber wenn du in die Verhandlungen gehst, dann zeig zuerst das Video. Ich bin ja froh, dass ich sowas tüfteln kann, was dann auch noch einen praktischen Nutzen hat. Und gerade das Ding, das macht einem die Arbeit eigentlich schon um einiges einfacher. Schnell, einfach, ganz klar definiertes Maß. Und das ist natürlich cool, wenn man sowas dann bastelt, tüftelt, entwickelt und das fertige Produkt dem Chef dann lächelnd abbringt. Das ist cool. Für mich ist es mega. Also wir hatten da so offene Kabelenden im Büro hängen. Seit, keine Ahnung, 3 Jahren hat sich keiner drum gekümmert. Auf einmal komme ich am Montag in die Arbeit, ist da eine Abdeckung mit ATZ-Logo. 3D gedruckt. Also besser kann es nicht sein. Also wirklich, wenn du Mitarbeiter hast, die selber dann schon sagen, was, schon Feierabend, es hat ja gerade erst angefangen, Spaß zu machen. Das ist ein Traum für jeden Chef und also ich bin schon auch sehr, sehr, sehr dankbar. Der Kilian ist jetzt heute beim Videodreh natürlich nicht da, aber der Kilian hat sich auch wahnsinnig gemausert und für das, dass der von null auf angefangen hat, kann der mittlerweile richtig, richtig viel. Der macht sich auch viel Gedanken. Ich sage nur, Video, work smart, not hard. Der bastelt sich halt ganz gern einfach mal kurzerhand irgendwas aus Pappe oder sonst irgendwas. Geht nicht, gibt's nicht bei uns. Wir machen alles passend, ganz einfach. Und das bin nicht nur ich, sondern das ist jeder von uns. So, und jetzt gehen wir rüber zu meinem Achsmessgerät. Falsch. Das hier. Ja, das ist mein erster Koch-Achsmessstand. Den habt ihr auch schon mal beim Model X Sturzeinstellungsvideo gesehen. Nehme ich immer noch ab und zu her für nur Sturzablesen. Auf die Schnelle ist es ganz nett. Funktioniert ansonsten mit solchen Laserpointern. Die gehen dann nach vorne zum Beispiel hier auf eine Skala. Und dann kann ich anhand der Skala und einer Umrechnungstabelle kann ich so den Spurwert ablesen und einstellen. Hat damals schon 4.000 Euro gekostet. Da waren so Absetzranden dabei, dass du das auch bei so einer normalen 2-Säulen-Hebebühne benutzen kannst. Ist natürlich alles nicht ausnivelliert, Achsversatz und so weiter wird nicht berücksichtigt. Also die Vermessung ist halt ganz nett, wenn du mal nur bei einem stinknormalen Golf nur mal einen Spurstangenkopf wechselst. Für meine Bedürfnisse hat sich das dann nicht mehr als ausreichend bewahrheitet, weil die Teslas einfach sehr viel empfindlicher sind, neue Autos allgemein. Da merkst du einfach 5 Minuten, wenn die Spur nicht passt, merkst du sofort, dass das Fahrzeug nach 100 Meter einen Spurwechsel macht, wenn du einfach stur das Lenkrad genau waagrecht hast. So, jetzt kommen wir zur Storytime. Wir sitzen hier auf meiner 2012 gekauften Achsmessbühne, natürlich ohne dieses Teil. Ich habe mich da immer mehr in Richtung Fahrwerk entwickelt. Warum, sage ich euch gleich. Ja, ich habe mir 2015 immer noch freie Werkstatt, ganz normal alle Fahrzeuge, alle Reparaturen gemacht und habe mir dann Modell S 85D gekauft. Und habe mich am Anfang nicht so richtig dran getraut und habe dann ja nur mittelmäßige Erfahrungen mit dem Service gemacht und das
war dann für mich auch irgendwo ein Grund, langsam da ein bisschen einzusteigen. Was kannst du denn selber machen an diesen Autos und wie kannst du es denn machen, dass du da ein Business Case draus machst und so weiter. Da muss man dann dazu sagen, ich komme vom Ampera A, vom Opel Ampera A, schon als auch Elektroauto mit Range Extender, von der Presse leider Gottes oft als Plug-in-Hybrid bezeichnet damals. Aber das hat mich so ein bisschen angefixt. Und da ich alternativen Antrieben immer schon offen gegenüberstand, habe ich mir gedacht, boah, Elektro, das ist es. Also, und ich habe dann immer mehr Probleme gehabt, auf der einen Seite den Kunden die Elektromobilität nahezubringen, auf der anderen Seite dafür zu sorgen, dass der alte Stinkdiesel vom Nachbarn noch 20 Jahre hält. Ich hatte da irgendwann keinen Bock mehr drauf, diese Technik von vorgestern weiterhin instand zu setzen und instand zu halten. Weil jeder weiß eigentlich, die Umweltbilanz von dem Verbrenner wird mit jedem gefahrenen Kilometer nur schlechter, immer schlechter. Die Umweltbilanz von einem Elektroauto wird mit jedem gefahrenen Kilometer nur besser. Also das war für mich ein Interessenskonflikt und das konnte ich mit mir selber nicht vereinbaren. Und klar, am Anfang hatte ich auch wenig Kundschaft in diesem Bereich. Also Tesla-Kundschaft, mein erster Tesla-Kunde war der Sascha. Servus Sascha. Das Landsberger Tesla-Taxi. Ein P85, Baujahr 11, 2014 mit AP1. Seltenes Teil, hat gehalten 410.000 Kilometer, ab 80.000 Kilometer oder sowas durfte ich den warten. Und das war mein größter Glücksfall. Hier in Landsberg, 10 Kilometer von Pflugdorf weg, einen Taxifahrer zu haben, der viel Kopfsteinpflaster fährt, unglaublich viel Kilometer auf die Uhr fährt und immer wieder mal da ein Defekt, hier ein Defekt, da ein Defekt. Am Anfang musste er natürlich die ganzen Teile bei Tesla selber besorgen. Ich durfte es aber einbauen und durfte dadurch Erfahrung sammeln. Ich konnte damals dann schon 2017, 2018, habe ich schon genau gewusst, bei welchem Kilometerstand welches Gelenk bei einem Model S daherkommt. Und das war für mich dann auch eine gute Erfahrungsquelle, welche Ersatzteile produzierst du denn selber? Und dieser Schatz im Prinzip, den habe ich eben so genutzt und habe dann irgendwann sogar angefangen, Ersatzteile selbst produzieren zu lassen. Wie das dann dazu kommt und wie das geht, also ihr habt ja schon mal ein Laserscanner-Video von mir gesehen, zu dem kommen wir nachher noch. Und das ist so der Einstieg in die Ersatzteilproduktion. Und wie das geht, das seht ihr mal in einem anderen Video, ist noch in Planung, dieses Video. Und seitdem läuft es dann mit Tesla eigentlich recht rund. Ich habe mich dann im TFF-Forum immer wieder bemerkbar gemacht mit sachkundigen und fachkundigen Aussagen. Als dann immer mehr Teslas zu mir kamen, teilweise eben auch von Frankfurt, von Stuttgart, von Hamburg, von Berlin, das hat mir dann so zu denken gegeben und da habe ich dann auch wirklich geschnallt, hey, der Tesla-Kunde, der liebt sein Auto. Jemand, der sein Auto liebt, der fährt auch gern mal 3, 4, 5, 6, vielleicht auch mal 2000 Kilometer, ja, richtig gehört tatsächlich. Ich habe einen Kunden aus Norwegen, der hat zwar hier Verwandtschaft in der Gegend, aber der kommt halt hier immer her und verbindet es. Und es ist auch mal schön, ein norwegisches Kennzeichen in einer süddeutschen Kfz-Werkstatt zu sehen. Also das ist, also besser kann es nicht laufen. Ja, und da ich ja immer schon ein sehr, sehr, sehr genauer Mensch war, habe ich natürlich auch nach einer Möglichkeit gesucht, wie kann das wirklich mehr belohnt werden, genau zu arbeiten. Und ich habe halt in der Tesla-Kundschaft wirklich genau die Leute gefunden, die das auch wirklich gefeiert haben, wenn jemand wirklich so genau ist. Und dementsprechend hat mir das auch gar nicht mehr so viel Spaß gemacht, einen Verbrenner zu reparieren. Wie gesagt, nicht nur wegen der Umweltbilanz, sondern eben auch, weil die genaue Arbeit nicht wirklich honoriert wurde. Und im September 2019 war es dann eben soweit. Ich habe einen Rundbrief in meinem Sommerurlaub geschrieben und habe dementsprechend alle meine Verbrennerkunden mich deren entledigt
und habe gesagt, ich habe dann mehr Zeit für meine Tesla-Kundschaft, weil da will ich in Zukunft meine ganze Energie reinhängen. Von dem her habe ich dann irgendwann auch neue Gerätschaften gebraucht. Und diese Gerätschaften mussten natürlich einfach auch genauer sein. Wenn du vorher einen Fiat Panda reparierst, da zahlt keiner irgendwie mehrere 100 Euro für diverse Gerätschaften, die du brauchst für 100% genaue Arbeit. Da geht es ja im Prinzip nur darum, das Klappern wegzumachen, weil es vorher eben geklappert hat, und das möglichst günstig. Möglichst günstig erlaubt dir kein Hightech-Equipment. Und jetzt kommen wir zum Beispiel, losgegangen ist es bei der Achsvermessung. Wie gesagt, dieser Kochachsmessstand, bei Achsversatz oder sowas steht das Lenkrad schief. Also musste was Neues her, und das ist jetzt im Prinzip hier ein aktueller Achsmessstand von Beißbart. Und hier können wir jetzt weitermachen. Dieser Beißbart-Achsmessstand, der hat mich dann eben schlappe 14.000 Euro gekostet. Und er funktioniert bis heute einwandfrei, super Sache. Und ist auch wirklich sehr genau. Also Genauigkeit wirklich auch laut Hersteller, Datenblatt, plus minus 2 Minuten. Und das ist mir auch wirklich sehr, sehr wichtig, weil wenn du genau arbeitest, bringt es nichts, wenn du einen ungenauen Achsmessstand hast. Wenn wir schon gerade beim ungenauen Achsmessstand sind, dann können wir gleich hier zur Firma Corgi gehen. Die haben sich da wirklich 0,0 mit Ruhm bekleckert. Das Messsystem ist natürlich ein anderes. Hier habe ich die Kamerasysteme hier in diesen Messwertaufnehmern mit diesen Targets. Und das Corgi-Achsmessgerät, da habe ich hier oben einen Kamerabalken, der ist fahrbar, wenn es an ist. Und der nimmt die Messwerte von vorne auf. Was blöd war, das Gerät habe ich mir damals gekauft, habe nach dem Kochachsmessstand, habe mir gedacht, endlich genaue Achsvermessungen. Ja, Pustekuchen, die Nachlaufmessung war immer Murks. Hast du links zuerst eingeschlagen und dann rechts, hast du links 23 Minuten zu viel gehabt, rechts hat er 23 Minuten zu wenig angezeigt. Hast du die gleiche Messung rechts und dann links gemacht, war genau der Fehler, ist mitgewandert, quasi rechts zu viel, links zu wenig. Also total bescheuert. Corgi hat es mir natürlich erstmal nicht geglaubt. Ich konnte es mit dem Kochachsmessstand nicht beweisen, weil die sagen, ja, zu ungenau. Okay, alles klar. Dann kam der Außendienstler, hat es mit einem anderen Corgi-Achsmessgerät verifizieren können, was ich ja genau so vorausgesagt habe. Und dann habe ich mit dem Corgi-Chef Deutschland diverse Male telefoniert, und leider Gottes stellen die sich halt komplett stur. Die sagen, ich bin selber schuld, weil das ist ja eigentlich gar kein Corgi-Achsmessstand, das ist ja eigentlich nur ein China-Zukaufprodukt, und ich habe mich damals bei der Auswahl des Produktes nicht beraten lassen, umfangreich, weil sonst hätten sie das Produkt niemals empfohlen. Ist jetzt natürlich blöd, das ist ungefähr äquivalent. Stellt euch vor, ihr kauft einen Audi A1, nach einem halben Jahr habt ihr einen Motorschaden oder zum Beispiel der läuft nicht gescheit, nicht so, wie ihr euch das vorstellt, und der Audi-Händler sagt zu euch, ja, selber schuld, hast dich nicht beraten lassen, ist ja eigentlich bloß ein Polo. Wie zufrieden wärt ihr mit der Marke Audi? Das ist jetzt die Frage. Letzter Stand ist, die Reklamation wird nach wie vor nicht anerkannt. Es wird immer der Garantiefall wieder geschlossen, weil, ja, wie gesagt, selber schuld und so weiter. Für mich zählt, ich kann hier Tesla Model 3, Model S kann ich auswählen, und er vermisst es nicht sauber. Dass er vielleicht nicht so genau ist wie der Beißbart, ist vollkommen klar, weil hier haben wir 14.000 Euro und hier haben wir 10.000 Euro. Ist ein deutlicher Preisunterschied. Ich kann für 10.000 Euro nicht die gleiche Genauigkeit erwarten. Aber dass er genauer ist, wenigstens wie ein 4.000 Euro Kochachsmessstand, das kann ich erwarten, auch wenn ich mich nicht habe beraten lassen. Egal wie günstig was ist, es muss erstmal funktionieren. Ganz einfach. Ja, das Ende vom Lied ist, das ist jetzt ein 10.000 Euro teurer Bildschirmständer, weil wir nehmen tatsächlich den Bildschirm vom Corgi-Achsmessgerät, weil der genau die richtige Höhe hat. Im Gegensatz zu dem Bildschirm vom Beißbart-Achsmessgerät. Sehr, sehr schade, deswegen kann ich wirklich sagen, Corgi, nee, nicht mehr meine Marke.
Ja, und 10.000 Euro Fehlinvestitionen bei einem reinen Ein-Mann-Betrieb, das tut schon richtig, richtig weh. Aber was soll's, ich habe mir trotzdem eben, wie gesagt, für 14.000 Euro den teureren Achsmessstand gekauft, weil ich einfach meine Arbeit gut machen will. Und wie gesagt, die Tesla-Kundschaft, die feiert mich dafür und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und deswegen geht es jetzt eben hier ins teurere Abteil. Und ich habe übrigens noch gar nicht gesagt, dass die Hebebühne, dass die saumäßig günstig war, auch wenn wir im teureren Abteil sind. So wie sie dasteht, gab es die damals mal in einem Sonderpreisangebot für 5.500 Euro inklusive Versand und Aufstellen. Dafür müssten natürlich noch 4 Fundamente gemacht werden. Wie gesagt, ich habe im vorderen Abteil in der ganzen Halle habe ich nur 10 cm ungefähr Betonstärke, 20 sind vorgeschrieben, also 4 Fundamente, jeweils 500 Euro, bist du nochmal 2.000 für die Fundamente los. Tut alles ein bisschen weh als Ein-Mann-Betrieb, aber gut, was soll's. Das zahlt sich ja aus, oder? Es zahlt sich, mittlerweile zahlt sich's aus. Ja, da haben wir jetzt noch ein altes Relikt, tatsächlich auch schon jetzt über 10 Jahre alt, meine Montiermaschine, damals schon WDK-zertifiziert, was heißt WDK-Zertifizierung? Also auch zum Beispiel zertifiziert für Run-Flat-Reifen, Montage, Niederquerschnittreifen und so weiter. Tatsächlich habe ich letzte Woche die Bestellung rausgegeben für eine neue Montiermaschine. Die hat damals 4,8 gekostet, die neue kostet jetzt 13. Ja, das kommt dann als Geburtstag. Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Es muss auch, ja. Weihnachten und ich jetzt die nächsten Wochen habe ich dann Geburtstag und ich meine, die kommt ziemlich genau an meinem Geburtstag. Also von dem her, was könnte es schöner geben als ein Kfz-Mechaniker, der sich zum Geburtstag ein neues, schönes Gadget für die Werkstatt gönnt. Ja, gut, jetzt kommen wir zur weltweit teuersten Wuchtmaschine. Da habt ihr schon ein Video gesehen von mir. Ich bin super happy mit dieser Wuchtmaschine. Ich habe seitdem keine einzige Reifenreklamation mehr gehabt und vorher war es jetzt auch nicht Alltag, aber immer wieder gab es eine Reklamation und ich nehme Reklamationen von meinen Kunden unglaublich ernst. Dafür stelle ich mich dann auch mal Samstag rein, wenn es sein muss. Also von dem her, ich habe auch gern ein Wochenende und alleine der Freizeitgedanke, vielleicht war es auch der, der mich auch dazu getrieben hat, nicht mehr am Samstag reinkommen zu müssen, weil ein Tesla-Kunde jetzt vibrierende Räder hat. Dass du das sagst, während wir am Samstag filmen. Das stimmt. Hey, das mache ich für euch. Das mache ich für euch. Und das Ding kostet 22, oder? 21.000. 21.000. Und jetzt diesmal ist es auch ganz komplett. In dem letzten Video hat dieser Hammerhead noch gefehlt. Der hat hier noch einen Strichlaser und hier noch einen Strichlaser, dass wenn die Maschine mir sagt, markiere auf 12 Uhr, dann habe ich eine Lasermarkierung auf den Reifen und auf die Felge auf genau 12 Uhr. Weil das Problem ist nämlich, wenn ein Mitarbeiter dran steht, für den ist 12 Uhr genau senkrecht, für den anderen, der hat vielleicht leichte Schieflage, keine Ahnung, vielleicht hat er vorher nur 2 halbe getrunken und kommt noch mit Restalkohol, nein, Schmarrn. Um Gottes Willen, nein, das wird nicht gemacht, aber ihr wisst selber, der Blickwinkel ist ein bisschen anders, also ist 12 Uhr nicht mehr 12 Uhr. Deswegen einfach die Lasermarkierung und basta. Dann gibt es da gar keine Diskussion, dann ist es einfach immer safe. Ja, jetzt kommen wir zum teuersten Teil unserer Werkstatt in Bezug auf Gewicht und Volumen. Das ist mein 50.000 Euro Laserscanner. Den könnt ihr euch in Action in einem der letzten Videos anschauen, wie der funktioniert und was man damit so alles machen kann. Ja, so ein Gerät kannst du dir natürlich auch nur dann leisten als Werkstatt, wenn du wirklich auch Richtung Ersatzteilfertigung gehst oder sowas. Und wann gehst du als Werkstatt in die Ersatzteilfertigung? Ja, wenn du nicht nur reparieren willst, sondern auch optimieren. Und nur mit Hilfe dieser Optimierung läuft es auch bei mir so gut,
weil ich nicht nur das einbaue, was halt der Markt hergibt, sondern ich mache mir dann schon wirklich selber auch meine Gedanken, wie kann man Produkte wirklich so verbessern, dass sie am besten nie wieder kaputt gehen. Das wäre der beste Fall, aber mindestens 5 Jahre Garantie ohne Kilometerbeschränkung auf alle meine Teile, die ich in Eigenregie entwickelt habe, beziehungsweise in Kooperation mit meiner Partnerfirma, die Firma Stark, bei der machen wir auch noch mal einen Besuch in einem der nächsten Videos. Und ja, also das ist natürlich jetzt alles, was nicht zwangsläufig elektroautospezifisch ist, aber ich habe natürlich jetzt durch meine Ersatzteilfertigung ein USP, den nur ich so bieten kann. Und ich bin auch wahnsinnig dankbar, dass ich eben entsprechende Kundschaft dafür habe, die hier auch mir gegenüber wahnsinnig dankbar ist. Und ja, ich wäre euch auch wahnsinnig dankbar, wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein Like und Subscribe da lasst. Und dann seht ihr noch mehr solche Videos, auch dieser Art, auch wieder, wenn es nur um Reparaturen geht. Ja, jetzt haben wir hier riesengroße Stapel von TNAs, also The New Aero Felgen. Persönlich eigentlich meine Lieblingsfelgen, wenn du zum Beispiel Model 3 Performance, viele Model 3 Performance Fahrer sagen im Winter, hey, ich will mir nicht die 20 Zöller holen von Tesla Original, weil auch entsprechend zu teuer. Die meisten Sätze TNAs verkaufe ich tatsächlich an Model 3 Performance Fahrer für den Winter, weil auch aerodynamischer. Ja, aerodynamischer ist so eine Aussage, wo sich relativ schlecht beweisen lässt. TNA hat es gewagt. Die haben ein Model S mit den Standard 21 Zoll Turbinen Rädern auf einem Rundkurs fahren lassen, genau exakt 100 Kilometer bei 110 km/h Tempomat. Und dann diese 21 Zoll TNA Felge vorne hinten, Bereifung alles gleich. Und siehe da, es sind 6% Reichweitengewinn rausgekommen. Das kann sich schon echt sehen lassen. Bei 110 km/h, das kann man jetzt natürlich noch weiter treiben. Wenn das Ganze dann vielleicht 180 km/h sind, dann sind wir bestimmt schon bei 10%, weil Luftwiderstand quadriert sich ja mit Verdoppelung der Geschwindigkeit. Also von dem her ist das gar keine schlechte Sache. Das ist selber auch, ne? Natürlich, genau. Beim S im Winter und bei meinem Model 3 Performance im Winter und bei meinem Shorty im Sommer. Kostenpunkt für die TNAs ist zwar jetzt keine Werkstattausrüstung, aber beim Endverbraucher bei mir 1.800 Euro brutto. Und auf Wunsch biete ich es auch an, zum Beispiel die 19 Zoll TNAs fürs Model 3 oder alternativ Model S in 19 Zoll oder Model Y in deiner eigenen Wunschfarbe kannst du die bei mir im Prinzip lackieren lassen. Das kostet dann, wenn man es gleich vorher macht, 300 Euro Aufpreis. Ich brauche nur eine Lacknummer und wenn du sagst, ich will Bentley braun in der und der Lacknummer, dann mache ich dir das. Ja? Und dann hast du wirklich individuelle Felgen. Ja, das ist der letzte Teil unserer Werkstatt. Und auch der neueste Teil unserer Werkstatt. Hier haben wir unsere zweite Achsmessbühne, unsere zweite Vier-Säulen-Hebebühne. Die habe ich mir aus folgendem Grund gekauft. Grund Nummer 1, die Fahrschienenbreite ist insgesamt breiter. Wenn wir ein Model X oder ein Model S vermessen, kommen wir einfach besser an die Einstellschrauben hier. Mit der oberen roten, die hat innen eine Innenweite von 1 Meter, die hat 1,20 Meter. Wir haben hier einfach pro Seite 10 cm mehr Platz zum Agieren. Kostenpunkt, ja, tut auch ein bisschen weh. Bist du wieder bei 6.500 Euro mehr, aber es rentiert sich, da wir jetzt nämlich nicht nur komfortabler arbeiten können, sondern wir haben auch eine gewisse Redundanz drin. Ja, für was brauche ich Redundanz beim Achsvermessen? Einmal ist es mir schon passiert, dass das obere Achsmessgerät gestreikt hat, war eine Kamera von den insgesamt 6 Kameras, war kaputt. Und du kannst ja schlecht bei einem Kunden, der von 800 Kilometer weit herkommt, kannst sagen,
ja, wird halt erst nächste Woche fertig oder sowas. Kannst du schon sagen, aber der Kunde kommt nie wieder. Und ganz zu schweigen davon, was der dann von deiner Werkstatt hält. Also Redundanz, ganz wichtig, wenn jetzt der obere Achsmessstand streiken sollte oder der untere, wie auch immer, dann dauert es halt eine Stunde länger. Aber wir können auf jeden Fall die Arbeit an diesem Tag fertig machen. Denn so ein Kunde, der von so weit her kommt, der plant sich eventuell seinen kompletten Urlaub entsprechend, geht nicht. Kann ich nicht machen, dass ich den einfach ohne Achsvermessung wieder heimschicke. Ja, Achsmessstand habe ich schon erwähnt. Das ist neueste Generation von Weißbart. Das sind die neuen Messwertaufnehmer. Eine Kamera, natürlich höher auflösend. Und hier ganz cool die kleinen OLED-Bildschirme. Und hier noch sogar ein E-Ink-Display. Und den kann man jetzt zum Beispiel folgendermaßen hier hin machen. Zack. Zack. Funktioniert mit Akku. Der Akku reicht für 10 bis 15 Achsvermessungen locker. Kommt dann natürlich immer darauf an, wie viel Zeit du dir lässt bei der Achsvermessung. Wenn du es sehr genau machst, vielleicht dann auch eher plus 5 Achsvermessungen. Aber mehr als 5 machen wir jetzt nicht an einem Tag. Wobei haben wir schon, ich glaube, an einem Tag haben wir schon mal 5 Achsvermessungen durchgeboxt. Und da war der Dennis noch gar nicht da. Das war nur Kilian und ich. Ja, ansonsten funktioniert natürlich super cool. Hast ein kleines Pad, das du dann mit ins Auto nehmen kannst. Da brauchst du nicht immer umschauen auf das entsprechende Display oder sonst irgendwas. Ja, was kostet so ein Teil? Auch 14.000 Euro. Genauigkeit wieder plus minus 2 Minuten ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Die Hebebühne 4 und das 14? Nee, die Hebebühne so 6.500. Okay, also mal wieder schlappe 20. Ja, mal wieder 20.000 Euro, nur damit du halt sagen kannst, ich habe eine Redundanz. Es ist aber tatsächlich auch so, manchmal... Dein Betrieb jetzt, wird ja auch größer, oder? Natürlich wird er auch größer. Wenn du jetzt zum Beispiel mehrere Tieferlegungen oder Fahrwerksüberholungen pro Tag machst und alle Mechaniker sind zum Beispiel fast gleichzeitig fertig, was sollen die dann in der Zeit machen? Vermessen kann immer nur eine Person gleichzeitig. Und jetzt hast du das Problem, jetzt hast du zwei Tieferlegungen, beide sind um 11 Uhr in der Früh fertig. Ja, soll jetzt der Mechaniker eine neue Arbeit anfangen? Wenn er eine neue Arbeit zwischendrin macht, muss er eine alte Arbeit stehen lassen. Dann wieder anzufangen und wieder reinzukommen, ist immer die Gefahr, dass dann irgendwas vergessen wird bei der Arbeit. Und wenn was vergessen wird bei einer Fahrwerksüberholung oder beim Fahrwerk, heißt es meistens eine lose Schraube. Das wollen wir nicht. Und bei der größten Sorgfalt kann sowas einfach passieren. Und da versuche ich lieber alles Menschenmögliche zu tun, damit das einfach nicht passiert. Es soll, kann und darf nicht passieren. Ja, jetzt kommen wir zu meinem ersten Werkzeugwagen, voll ausgestattet halt dann, wobei ich da halt auch das Werkzeug nur nach und nach reingekauft habe. Aber da bist du halt dann auch gleich mal insgesamt, ja, 2.500 Euro los. Ja, hat noch einen emotionalen Wert. Wird halt, ist momentan halt eher so der Praktikanten- und Azubi-Werkzeugwagen. Da ist dann nicht ganz so schlimm, wenn mal eine Nuss fehlt oder wenn mal eine abgerissen wird oder sowas. Ich möchte natürlich nicht, dass es nur als Ersatzteillager für die Gesellen dient. Ach komm, scheiße, eine Nuss abgerissen oder sowas. Klauen wir es mal schnell im Azubi raus, weil im Zweifel war es immer der Azubi. Aber so ist es nun mal bei den meisten Kfz-Werkstätten. Im Zweifel war es der Azubi. So, da wir örtlich jetzt gerade ganz gut stehen, hier haben wir die letzte Hebebühne, die ich bis jetzt gekauft habe. Das ist eine sogenannte Doppelscheren-Hebebühne. Ich kann sie mal kurz hochlassen als Demo-Zweck. Jetzt werden sich viele denken, zum Akkuausbau natürlich denkbar ungeeignet, wenn ich hier zum Beispiel die Klötze habe, die Wagenaufnehmerpunkte. Ja, durchaus, Akku kann ich damit keinen ausbauen. Fahrwerk ist aber unser Steckenpferd fürs Fahrwerk. Genial und schön auch zum Beispiel Einstieg, Türen, irgendwie was machen,
ist es auch super, weil du hast keine Säule im Weg. Du kannst alle Türen aufmachen, wie du möchtest und es funktioniert einfach gut. Kostenpunkt hier, das ist jetzt die BMW-Ausführung extra, damit sie ein bisschen breiter ist. Wir machen ja hauptsächlich große, breite S und X. Ja, sind wir auch wieder bei 9.000 bis 10.000 Euro. Ich weiß jetzt nicht genau den Betrag. Sagen wir mal 9,5. Was noch dazu kommt, ist hier diese Auffahrrampen. Ich wollte sie nicht unter Flur, also ebenerdig einbauen, sondern über Flur. Jetzt habe ich hier natürlich eine Höhe von 11 cm, ein tiefer gelegtes Modell 3. Wenn ich drüber bin, hockt er schon auf. Und hier haben wir von unserem örtlichen Metallbauer was anfertigen lassen, 6 cm hohe Podeste, damit wir hier auch mit tiefer gelegten Autos drauf fahren können. Und ja, bist du dann auch gleich wieder 1200 Euro los. So läppert sich das Ganze. Ja, jetzt habe ich mich natürlich wahnsinnig vergrößert. Innerhalb von 2 Jahren oder sowas ist es jetzt richtig aufwärts gegangen mit dem ganzen Betrieb. Und es ist natürlich schön, mein eigenes Baby hier wachsen zu sehen. Seit ich eigentlich mit Autos zu tun habe, kenne ich die Halle. Wie gesagt, seit meiner Kindheit kenne ich die Halle schon. Und wenn ich jetzt sehe, was da draus geworden ist, bin ich schon richtig, richtig mächtig stolz drauf, dass ich mich so dermaßen vergrößern konnte in so kurzer Zeit und das wirklich nachhaltig. Und also es macht mich schon wahnsinnig stolz und ich bin auch stolz drauf, wirklich so tolle Kunden zu haben, die eigentlich fast immer, ich bin immer der erste Ansprechpartner und diese wahnsinnig positive Rückmeldung zu haben. Jeder Kunde sagt, teilweise sagen die Kunden immer noch, ey Jürgen, du bist viel zu billig, du musst teurer werden. Auf der einen Seite schon, ich könnte es aber mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme das, was ich meine, wert zu sein. Vielleicht bin ich mehr wert, keine Ahnung, aber ich mache meine Arbeit einfach so unglaublich gern. Mir ist es eigentlich, mir geht es hier wirklich nicht ums Geld, weil sonst hätte ich mir nicht so eine teure Buchtmaschine gekauft oder sonst irgendwas. Du zahlst bei mir trotzdem keine Mondpreise. Es ist einfach meine Leidenschaft. Was soll ich anders dazu sagen? Ich mache es halt einfach verdammt gern. Ich muss nie arbeiten gehen, weil ich das mache, was ich liebe. Also besser kann es doch gar nicht laufen. Das ist, ja, jetzt fehlen mir die Worte. Also wirklich, also ich bin so happy, dass es so mit dem Betrieb jetzt läuft. Und klar ist es blöd, wenn Neukunden anfragen und ich kann ihnen vielleicht manchmal auch nicht helfen, weil ich einfach in Anfragen untergehe. Aber jede Anfrage bedeutet auch eine Wertschätzung für mich. Und ich bin trotzdem über jede Anfrage dankbar irgendwo. Und ich bitte alle Neukunden zum Beispiel auch einfach Geduld zu haben. Ich melde mich. Irgendwann melde ich mich. Wenn ihr bis dahin natürlich woanders gegangen seid, bin ich euch nicht böse oder sowas. Aber wenn ihr die Zeit habt, dann freue ich mich umso mehr, wenn wir uns dann irgendwann kennenlernen. Und ich bin am Aufstocken. Es kommt in Zukunft, in jedem Video kommt der Bewerbungslink. Bis die Werkstatt halt einfach bumsvoll ist hier mit Mechanikern. Aber es ist auch nicht ganz so einfach zu wachsen. Und da komme ich noch später dazu. Ja. Warte mal, eine Sache habe ich noch gesehen, ja. Jürgen. Aber das gehört nicht dir, ne? Nee, das gehört nicht mir. Tatsächlich, der Dennis hat ja heute Samstagdienst wegen dem Videodreh. Und da bringt er halt einfach mal seinen privaten Zuhause 3D-Drucker mit. Also auch das macht mich manchmal echt sprachlos. Also ich bin so froh, so motivierte Mitarbeiter zu haben und keine Ahnung. Also ganz ehrlich, das ist so geil, das ist so toll. Wenn jeder das machen könnte, wo er einfach nur Bock drauf hätte, ich glaube, wir hätten den Weltfrieden, glaube ich. Keine Ahnung. Wenn jeder einfach das machen könnte,
wo er richtig Bock drauf hat. Also, keine Ahnung, jetzt wird es zu emotional, jetzt machen wir mal weiter. Ja, hier ist schon alles vorbereitet für mein neues Sektionaltor. Ihr seht es an dem Torbogen. Das ist momentan noch ein altes Schiebetor. Das kommt rein, aber es ist jetzt nichts E-Auto-spezifisches. Da drüben das rote Teil, das ist mein alter Getriebeheber. Tut immer noch gute Dienste. 300 Euro damals. Ja, aber gut investiertes Geld. Herr Jürgen, ich dachte, ja. Du hast eine E-Auto-Werkstatt. Ja. Ist das auch elektrisch? Nö. Den würde ich auch nicht fahren, wenn du mich jetzt das fragst. Und wir machen darüber auch jetzt kein Review. Das ist einfach nur zum Schnee wegräumen. Sonst nix. Hätte ich die Zeit dazu, hätte ich den schon längst mit einer Tesla Drive Unit versehen und wäre damit auf der Nordschleife unterwegs. Aber mir fehlt wirklich die Zeit für sowas. Und da bin ich lieber, also bevor ich sowas umbaue, bin ich lieber für meine Kunden da. So, jetzt kommen wir zum Kompressor. Das ist ein 7,5 kW Schraubenkompressor. Der ist natürlich um einiges energieeffizienter. Theoretisch könnte man sagen, man braucht ihn nur noch, um Reifenluftdruck zu füllen und vielleicht für einen Schlagschrauber. Schlagschrauber nehme ich aber mittlerweile alles elektrisch, weil mich diese Druckluftschläuche eigentlich nur nerven, wenn sie rumliegen und man stolpert nur drüber. Kostenpunkt hier, da sind wir bei 4.500 bis 5.000 Euro. Hauptsache, der hat richtig Dampf. Normalerweise brauchst du ihn nicht, es sei denn, du hast dieses Gerät hier drüben. Dieses Gerät ist eine sogenannte Sandstrahlkabine und damit strahlen wir zum Beispiel hier die Querlenker von dreckig auf komplett sauber. Und ja, warum machen wir das? Wir wollen ja saubere Arbeit machen und wenn ich dem Kunden einen wieder aufbereiteten Querlenker dreckig hinstelle, sagt er halt auch, ja, was ist denn das? Also dafür soll ich jetzt, keine Ahnung, 100 Euro hinlegen. Ist jetzt auch nicht so geil. Und zumal, wenn der richtig sauber ist, können wir dann auch besser feststellen, ob da eventuell irgendwelche kleinen Risse da sind oder so, können Verformungen auch besser feststellen. Und ansonsten nehmen wir auch nur Querlenker, die in den Kundenfahrzeugen ankommen. Das heißt, wir können dann auch sicher gehen, dass das jetzt nicht von einem Unfallfahrzeug raus ist. Also wir kaufen die nicht irgendwo einfach bei eBay von irgendwelchen dubiosen Händlern auf. Kostenpunkt hier 1200, 1300 Euro. Rentiert sich, kann ich jedem empfehlen, sowas zu haben, weil Strahlen oder was richtig gut sauber machen, musste immer. Ja, das ist der alte Staubsauger oder das alte Absauggerät für dieses Glasperlenstrahlgerät. Vorher unglaublich laut. Ich mache es mal kurz an. Und wie laut es jetzt ist. Geht, oder? Wir haben einfach einen ganz normalen Staubsauger dahin gemacht. Funktioniert genauso. Der Industriestaubsauger hat jetzt vielleicht nicht ganz so die Leistung, aber ist ganz locker dreimal so leise. Vorher lag hier auch immer so eine Mickey Maus, so ein Ohrenschützer, den braucht man jetzt nicht mehr. Und wenn da oben im Büro jemand arbeitet, ist es auch nicht mehr so nervig, weil vorher konntest du nicht mal telefonieren, wenn da unten jemand gestrahlt hat. Ja, hier ist das Verlies für die achtsamen Azubis bzw. Praktikanten, die werden dann eingesperrt, nicht mal. Hier ist alles voll mit Fahrwerksteilen, ist so ein bisschen Lager auch und wird daher genutzt. Das ist ursprünglich der Keller für unter der Milchkammer. Die Milchkammer ist mein jetziges Büro und da gehen wir jetzt dann kurz hin. Ja, hier seht ihr mein Büro. Ihr seht, es ist ziemlich kreatives Chaos, aber es ist halt nicht so einfach, wenn man nicht ein kleiner Betrieb ist und von ganz Europa aus die Kunden zu einem strömen. Ja, da drüben seht ihr meine Schreibmaschine. Die ist schon über 30 Jahre alt, aber hat sich echt richtig gut in Schuss gehalten. Und ich muss sagen, ist echt das beste Pferd im Stall. Also ich wüsste nicht, was ich ohne diese Schreibmaschine tun würde. Aber ja, ansonsten, ja, also
Spaß beiseite, das ist nicht meine Schreibmaschine, vollwertiger Ersatz. Die macht auch schon zum Beispiel Wischergestänge, kann die überholen, die kann auch schon ein bisschen Parkbremse. Und die wird zum Jahreswechsel, die Jessie wird zum Jahreswechsel bei mir voll anfangen. Die hat bei ihrem alten Arbeitgeber schon gekündigt, nach 13 Jahren Betriebszugehörigkeit. Respekt dafür und ja, was würde ich nur ohne dich machen, mein Schatz? Ja, da musstest du dir eine andere Schreibmaschine suchen, das ist ja ganz schön bitter, gell? Ja, nicht zu vergessen, ist zwar nicht direkt werkstattspezifisch, für mich jedoch schon, meine 2 Modell 3. Also rechts haben wir liebevoll Shorty genannt, mein SR Plus. Ich denke mir Standard Range, wenn es mit Standard losgeht, muss ja auch irgendwas mit Short Range geben. Mein Shorty und mein Performance, beides Betriebsautos natürlich. Warum habe ich mir die gekauft? Ganz einfach, ich brauche 2 Model 3 für die Teileentwicklung. Ich kaufe mir wirklich ein entsprechendes Fahrzeug, um dafür dann auch Teile zu entwickeln. Der Zubehör baut ja nur stumpf die Teile einfach nach, indem er irgendwelche Teile, Originalteile, entweder gebrauchte oder neue, nachbaut. Wenn allerdings die Vorlage schon nicht wirklich gute Qualität hat, dann hat der Nachbau sicherlich nicht bessere Qualität. Also deswegen eben die 2 Model 3. Warum SR Plus und Performance? Ich brauche einen mit Allrad und einen Hecktriebler, einen mit der kleinen Bremsanlage, einen mit der großen Bremsanlage. Also bleiben nur die 2 übrig. Long Range Hecktriebler gibt es nicht mehr. Ja, Kostenpunkt. Für den habe ich 67 brutto bezahlt mit Full Self-Driving Paket und für den anderen, für den Shorty, habe ich 43 bezahlt. Eigentlich Basisausstattung, Farbe und Hängerkupplung sind noch dazugekommen. Und ja, das war es soweit. Den Kona da hinten ist zwar auch betriebszugehörig, ist aber nur auf Dauermiete gemietet und somit habe ich im Prinzip mit Steuerversicherung sonst irgendwas keine Probleme. Ja, jetzt fragt ihr euch sicher, was es eigentlich mit dem Logo von mir auf sich hat, wie ich dazu komme, wenn ich doch AT Zimmermann EV Repair Shop heiße, warum das Logo so ist, wie es ist. Ich habe mir schon ein bisschen was dabei gedacht. Das Zahnrad für die Mechanik. Hier diese Platinenleiter, die sind für die Elektrik und Elektronik. Dann haben wir hier noch eine Straße für die Kurvenfahrten, weil ich denke, geradeaus schnell fahren kann jeder Trottel. Da ist ja wirklich nichts dabei. Das Ding muss um die Kurve fetzen und dafür brauchst du wirklich ein gutes Fahrwerk. Und ansonsten das Blatt für die Nachhaltigkeit. Bei mir wird viel repariert und wieder instand gesetzt. Anstatt einfach nur stur Teile zu tauschen, finde ich gar nicht gut. Sowohl ökonomisch als auch ökologisch macht es wirklich saumäßig wenig Sinn. Ja, jetzt wieder in meiner Kundenecke angekommen. Seht ihr schon, es ist echt viel Kruscht, was sich da so ansammelt. Von kleineren Beträgen zu größeren Beträgen, aber auch diese kleinen Beträge, die darf man nicht außer Acht lassen. Jetzt mal von den voll ausgestatteten Werkzeugwegen, die 2, wo ich euch gezeigt habe, mal abgesehen. Das Werkzeug, was sich so über die 10 Jahre Werkstatt angesammelt hat, da muss ich im Prinzip auch noch mal 20.000 bis 30.000 Euro zusätzlich rechnen. Das sind ja alles sogenannte GWGs, geringwertige Wirtschaftsgüter. Alles unter 800 Euro netto wird ja im Prinzip gar nicht wirklich dazu gezählt in die AFA, in die Abschreibung. Also von dem her ist es schon ein erkleckliches Sümmchen, was da zusammenkommt. Deswegen ist auch Wachsen gar nicht so einfach, weil du musst auf der einen Seite, wenn du immer mehr Aufträge kriegst, musst du immer größere Bestellmengen bestellen. Weil, wie gesagt, ich bestelle ja nicht einfach nur just in time. Beim Großhändler einen Querlenker bestellen, der wird dann am selben Tag geliefert, einbauen, fertig. Und ich hab nicht mal Geld ausgelegt. Bei mir läuft es anders, da ich ja meine eigenen Teile produzieren lasse. Habe ich teilweise Bestellungen mit mehreren 10.000 Euro Bestellgrößen wert. Und es ist auch ein Transformationsprozess von Just-in-Time auf Lagerhaltung.
Nummer eins. Nummer zwei ist ein Mechanikerarbeitsplatz mit Hebebühne, Werkzeugwagen und so weiter. Kannst du Pi mal Daumen so 15 Riesen netto rechnen, damit der Mechaniker wirklich gut und ungestört arbeiten kann, ohne dass er sich irgendwo anders wieder ein Werkzeug ausleihen muss ständig. Und das nächste ist, du kannst auch nicht einfach nur, wie sagt man, jetzt ist mir das Wort entfallen, wie sagt man das für expandieren? Skalieren. Skalieren ist gar nicht so einfach. Du kannst nicht einfach von heute auf morgen 5 Mechaniker einlernen, denen einen Reparaturleitfaden hinklatschen und sagen, hier, so mach das so, wie es da drin steht. Es gibt so ultra viele tausende Einzelheiten, Kleinigkeiten, die noch zu beachten sind, dass du auf dem Qualitätslevel bist, wo man dann eben heute ist. Und ich möchte nicht 2, 3, 4 Mechaniker auf einmal anlernen, lieber einen nach dem anderen, den dann natürlich gut anlernen. Das ist auch unerheblich, ob das jetzt ein neuer Praktikant ist, wie der Kilian zum Beispiel. Und ich muss wirklich sagen, also der Kilian hat sich so dermaßen krass gut rausgeputzt. Der ist jetzt innerhalb von einem Jahr, der kann mir eine komplette Fahrwerksüberholung machen und der hat vorher bei null angefangen. Also im Prinzip Lehrling. Selbstverständlich wird er kontrolliert, was er macht, aber das funktioniert echt richtig, richtig gut. Und es hat aber auch jetzt fast ein Jahr gedauert, bis es jetzt so auf dem Qualitätsniveau. Natürlich wird es beim gelernten Mechaniker, der jetzt nicht schon 10 Jahre aus dem Beruf raus ist, schneller gehen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe meine Arbeitsmethoden, um die Qualität gleichbleibend so zu halten, muss jeder meine Arbeitsmethoden angelernt bekommen. Aber das, was ich hier mache oder was wir hier machen, ist eine Individualdienstleistung. Jeder Kunde hat etwas andere Wünsche und wenn man auf die Kundenwünsche eingehen will, dann geht es nicht industriemäßig skalieren, sondern dann muss man es gewerbemäßig skalieren und das geht einfach nur langsam. Deswegen bitte ich jeden Kunden um Verständnis, wenn es einfach auch länger dauert, bis ich antworte, ja, es ist wirklich eine blöde Situation zurzeit. Es wird besser. Ich habe ja da hinten meine bessere Hälfte sitzen, die Jessie, und ich bin super dankbar. Danke nochmal, Jessie, dass du wirklich bei mir anfängst. Ich bin wahnsinnig froh drum. Und ich hoffe, dass wir das Erreichbarkeitsproblem wieder in den Griff kriegen, dass das Telefon wieder an ist und so weiter. Aber momentan ist es einfach, ich kann mich nur entscheiden, entweder telefonieren oder arbeiten. Also da bitte ich euch um Verständnis. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und das war mal ein ganz anderes Video wie sonst, aber auch sowas gehört dazu. Und ja, vielleicht gibt es eins von den nächsten Videos, wird mal ein Video, wie ich meine Ersatzteile wirklich von Anfang bis zum Ende selbst produziere bzw. produzieren lasse.